So, das und das, ditte aus. Werde das dann heute sowieso wie beim letzten Mal machen, dass wenn ich, wie ich schon angesprochen hatte, heute zum Arzt muss und ich halt den Rest nach, was ich nicht schaffe. Ja, klar. Jetzt muss ich gerade gucken, bevor ich ins Spiel tappe. Das läuft. Genau. So. Ab geht's da. So. Machst du irgendwas? Nee, ich rede hier mit dem Lord. Arschkriecher. Ja. Erstmal wieder B. Das geht ja wieder ruckzuck zu Ende hier. Wir sehen uns, wenn ich fertig bin. Pünktlichst gelieferte Erwartung. Was ist denn Oder gab's da jetzt so ein grünes Dingsbums? Keine Ahnung, ich bin gerade erst in die Hülle reingerannt. Nebenbei muss ich immer wieder B drücken. Ich muss die Typsis arbeiten schicken. Ich verspreche Ihnen nichts. Ja, das geht, weil ich nur erst auf Stufe 2 bin beim zweiten Beruf, geht das halt sau schnell, dass sie wieder fertig sind. Und du gehst jetzt auch schadenlos. Ich komm dir doch nicht entgegen, die Tipps sind mich spawnt. Ach, ab hier ist nicht nur. Okay, ich hab dir ein bisschen den Weg freigeräumt. Ja, okay. Boschi, Serious, alles klar. Das war's. Aber irgendwie sind ja trotzdem die ganze Zeit. Feldkommandant. Okay, zu dem muss ich. So. Der ist schon mal down. Anzug der Fähigkeit von Synthesantech. Okay, ist das gut? Nö. Einfach nö. Ja, ich bin an der grünen Barriere und zwar nichts freigeräumt, Darko. Stehst du noch an der Barriere? Ich bin jetzt reingegangen. Ach, schade. Fremdling, warum seid ihr hier? Ähm.
1. Ich bin auf der Suche nach einem Mann namens Lord Fulminis. Wir haben dasselbe Ziel. Das ist ein Problem. Ich bin Talare. Ihr tragt Jedi-Kleidung. Die Erzfeinde der Sith. Euer Krieg interessiert uns nicht. Ich suche Fulminis. Mischt euch nicht ein. Was hat die denn für Augen? Welche Angelegenheit habt ihr mit ihm zu regeln? Ihr fürchtet, dass ich seine Verbündete bin. Das bin ich nicht. Ich suche Valendar. Er ist ein mächtiger Mystiker. Ich bin zu seinem Schutz verpflichtet. Valendar hat den Mystiker-Tempel vor 3 Tagen mit Lord Fulminis verlassen. Seitdem hat man sie nicht mehr gesehen. Die sieht irgendwie nice aus. Ich habe ein Kommsignal von Lord Fulminis hierhin verfolgt. Er könnte sich weiter drinnen verstecken. Ihr wollt Lord Fulminis Gewalt antun. Fulminis hat nur ein Ziel. Alles Leben auf Voss auszulöschen. Ich werde tun, was getan werden muss, um ihn aufzuhalten. Eure Taten könnten Valendar verletzen. Das darf nicht sein. Geht. Nein! Verschwindet, üble Kreaturen! Ihr wollt uns das Fleisch von den Knochen ziehen! Das muss nicht in Gewalt enden. Die Bestien wollen sich von unseren Innereien ernähren. Tötet sie, bevor sie unsere Eingeweide herausreißen! Ach nee, du lass doch, ich hab keinen Hunger aufgedärmt. Gedärme sind nicht so meins. Kein Leber, Herz etc. als Essen, also in der Reihen. Nee. Ich werde Ihre Erwartungen. Ich auch. Ich habe einmal in meinem Leben Zunge gegessen, nie wieder. Die war so weich, so weich und wabbelig und schwabbelig. Genauso wie Pilze. Die waren sind so weich und wabbelig. Zunge finde ich auch nochmal was ganz anderes. Ach, nee. Haben uns Monster genannt. Wahnsinnig vor Furcht. Ihr wisst, wie man einen Kampf austrägt. So wie ihr. Eure kriegerischen Fähigkeiten sind beeindruckend. Hier, ein Holorekorder. Willkommen zurück, Lord Fulminis. Die Vorbereitungen für das Ritual sind abgeschlossen. Wird dieser Boss unser erstes Testsubjekt sein? Ich brauche Valendar noch. Was man von euch nicht behaupten kann. Nein, bitte nicht! Ah! Die Monster! Ich sehe sie! Sie sind überall! Überall um mich herum! Nein! Nein! Euer Mystiker war also immer noch am Leben, als die Holo aufgezeichnet wurde. Da ist noch mehr. Wir sind hier fertig. Bringt mich zum Schrein der Heilung. Die Reise ist lang. Wir müssen sofort aufbrechen. Sagt mir, wo ich den Schrein der Heilung finde, damit ich Fulminis aufhalten kann. Fulminis ist gefährlich. Wir müssen zusammenarbeiten. Ach, jetzt auf einmal? Wir haben eine größere Chance, wenn wir uns zusammentun. Der Schrein der Heilung ist heilig. Ein Ort mit uralter Kraft. Fulminis kann dort großen Schaden anrichten. Die Reise zum Schrein ist anstrengend. Angst bekommen vor dem ich werde Kampf Vorbereitungen treffen. Oder bei dem Kampf. Hier, die Position meines Versorgungslagers. Trefft mich dort. Dann setzen wir unsere Mission fort. Sonst gibt es hier nichts. Nö. Okay. Wo ist denn der ihr Schiff? Dort. Das heißt, Kendler Außenposten. Okay, dahin. Pünktlichst gelieferte Perfektion. Ich stell mir gerade vor, du schaltest bei jedes Mal, wo wir mit dem Gleiter reisen müssen, eine Werbung. Könnte ich tatsächlich machen, aber nee, das ist zu viel zum Rausschneiden dann. Ach ja, du musst das ja hochladen. Ich muss nicht, ich möchte und ich werde es auch hochladen.
Ja, ich hab nicht nachgedacht, aber dann willst du echt morgen Millionär, weil. Vor 12 Tagen. Pak Taldin, es ist offiziell, was denn? Ballistgefängnis, bla bla bla, Personal auf Belsavis, bla bla bla, Uniform, bla bla bla, ich bin der Beste. Ike ist ein Gott, danke für alles und deine Unterstützung. Okay, bitte. Vor 12 Tagen haben wir also gestreamt, das war ein Samstag oder Sonntag. Das ist der beste Handelsposten überhaupt. Ja, solange er mich Gott nennt, ist alles gut. Einfach nur ein Irrtum. Den gibt es ja bekanntlich. Einfach nee. Viel Glück da draußen. Einmal B. T7. Kann ich jetzt schon dritten Grades? Nee. Immer noch nicht. Ich hatte mich gerade gefragt, so, ich muss nach mit der Aufgabe an. Dort. Kann ich da eventuell mit der Reise, mit dem Ding hier hinfliegen? Ja, du kannst dich zu diesem Gleiter hintippen und mit dem Gleiter dann dahin, so habe ich es gemacht. Die Taxi-Plattform ist geöffnet. Ah. Ich wünsche Ihnen einen sicheren und angenehmen Aufenthalt. Cool. Cool, cool. Wir sehen uns, wenn ich fertig bin. Da kann ich ja mal kurz raustappen. Okay. Wo ist er denn? Das Schnuggelchen. Da oben. Die heilige Katastrophe. Hä? Nee, mit dem rede ich nicht. Nee, ich gehe in das grüne Zelt. Da liegt Blut rum. Ich bin hier. Bereit, den Schrein der Heilung zu betreten und Lord Fulminus aufzuhalten? Ich kann nicht. Es ist mir verboten, den Schrein zu betreten. Ihr müsst alleine auf Pilgerreise gehen. Die Wächter werden den Schrein öffnen. Was? Ich soll auf Pilgerreise gehen? Okay. Hoffentlich dauert das nicht allzu lange. Wir werden reden, wenn ihr vom Schrein zurückkehrt. Kann ich den Loot hier einsammeln wenigstens? Nö. Toll, ich werde nicht mal vorher schon belohnt dafür, dass ich was mache. Wird man das jemals? Ja, ich schon. Okay. Einmal Auto fahren an, danke. Ja. Apropos, wie sieht's denn hier unten aus? Ruhmespunkte fehlen mir noch 75.000. Pünktlichst gelieferte Perfektion. Vermächtnispunkte. Fehlen mir noch 220.000. Okay. Wo muss ich denn jetzt hin? Bevor ich wieder falsch fahre, ich kenne mich. Aber ich glaube, ich fahre richtig. Wenn nicht, musst du mich abholen, komm, Darko. Warum musst du dich abholen lassen, Kunk? Wenn ich mich verfahre, musst du mich abholen kommen. Okay. Und da gibt's eigentlich nichts zu verfahren. Einfach dem Hauptweg folgen. Ja, ich bin den Gestrichelten dahinter gefolgt. Oh Mann. Ja, so bin ich halt. Ihr Wunsch ist mir Befehl. Die Angelegenheit ist so gut wie erledigt. Okay, mit dem gestrichelten Weg wäre ich auch angekommen, nur hätte der Weg länger gedauert. Ja, okay. Hm.
Diffusbilder. WLAN RAS. Was? Kerner. Berade. Okay. Schreinbedienstete. Ja. Ich muss nach da hinten. Das wird euch gefallen. Alter. Nein, das klicke ich nicht an. Ich muss unten weiter. Typisch fahren. Ja, wollen sie. Bist du gestorben? Was? Nein. Schade. Ich habe jetzt gefühlte 10 Minuten bin ich hergelaufen, damit die mir eine Nachricht sagen, die ich jetzt wieder zurückbringen darf. Aber ich flieg zurück. Schnellreise, meinst du? Ja, ich teleportiere mich zurück. Oh, ich habe einen Brief. Du hackst! Man kann sich hier nicht teleportieren. Ja, Schnellreise. Oh, was leuchtet? Da leuchtet was, das kann ich an. Wir sind Datacron. Anklicken. Achso. Nur wer würdig ist, kann das Geschenk des Schreins erhalten. Was? Hast du das? Nö, wusste ich mal, dass es da jetzt gibt. Das ist, wenn du hier aus dem ganz langen Flur in so einen großen Raum kommst. Das sieht aus wie eine Flamme auf einem Pedestal. Achso, da bin ich gar nicht hingelaufen. Ich bin da einfach mit der Maus rübergegangen, konnte man anklicken, aber ich will das anklicken. Ich will das haben. Das ist meine. Das habe ich verloren. Oh, grüner Bereich. Aber wie kriegt man das? Ich muss würdig sein. Aber okay, da kommst du ja jederzeit hin. Fremdling, der Mystiker Valen Da hat uns gesagt, dass ihr kommen würdet. Ihr dürft das Allerheiligste des Schreins betreten. Boah, die Alte hin, nur mit ihrem roten Gesicht und den blauen Augen sah ja schon geil aus. Der Typ mit den roten Augen, da gefallen mir die Augen tatsächlich noch besser. Wurde er von Lord Fulminis begleitet? Ein Fremdling war bei ihm. Ich gehe rein. Tretet ein. Gestört, Alter. Dämonen! Ich bin auch gestört. Albtraumkreaturen wollen von unserem Fleisch zehren. Ich bin auch so ein Gestörter. Da ist was Kaputtes an der Wand. Da sind Einschusslöcher. Ich glaube, hier war jemand böse. Wütend. Ach, hier. Beendet das Töten. Wir werden euch nicht verletzen. Ich habe kein Problem mit euch. Ich will nur den Sith Lord finden. Er ist fort. Wir haben Fulminis das Heilungsritual gelehrt. Er hat es verfälscht. In seiner korrumpierten Form zerreißt es den Geist. Gewalt und Tod werden entfesselt. Das wäre nie passiert, wenn nicht einer eurer Mystiker mit den Sith zusammenarbeiten würde. Die Mystiker irren sich nie. Valen Da hat eine Nachricht hinterlassen. In der Ecke.
Wieso lässt sich die Holo nicht aktivieren? Bringt sie zu Talaré. Je schneller ich herausfinde, was sie enthält, desto eher kann ich Fulminis aufhalten. Unsere Aufgabe ist erledigt. Okay. Bin ich jetzt würdig, das Holocron aufzunehmen? Halt, wenn wir nur dieses scheiß Holocron haben. Ja klar, also wenn schon mal auf dem Weg liegt, warum nicht? Ja, darum, es liegt auf dem Weg. Das heißt nicht, dass es so einfach zu bekommen ist. Ja, wenn man es so nimmt, es liegt einfach nur dort rum. Man müsste es nur in die Hand nehmen und ganz schnell wegflitzen. So funktioniert das ja nicht mit der Mystik. Ich teste das jetzt einfach. Kostet mich ja nichts. Das kostet mich ja nix. Ah, hier gibt's halt sonst nichts, was man machen könnte. Nix, was man anklicken kann. Alles andere ist jetzt so versperrt. Oder man kommt hier später nochmal rein. Weil es da ja noch so einen Hauptraumgang-Gedöns gibt. Ich kann's einsammeln. Nee, doch nicht. Hä? Kniet sich hin? Meditiert? Aber ich kann es nicht einsammeln? Och, leck mich. Da war das. Da war das Frauenzimmer. Da kann ich mir gut vorstellen, dass man hier echt nochmal später reinkommt. Oder durch eine Nebenquest-Reihe. Oder so. Ich muss da hoch. Oder halt durch diesen Suvarak, der hier ist, weil der hat ja auch so eine lilane. Suvarak? Ja, hier, wo das Reh auf uns wartet. Also. Aber ich will den nicht anklicken, ne? Da liegt was zu. Da liegt was zum Anklicken! Die Pilgerreise zum Schrein der Heilung. Ja, gab XP, die ich nicht brauche. Fremdling, ich bin Commander Frakennahl. Talaré hat mir von eurer Mission erzählt. Es ist schlimmer, als wir dachten. Fulminis hat ein Sith-Ritual angewendet, um seine Schüler in den Wahnsinn zu treiben. Beim Schrein hat er eine Methode gelernt, es noch mächtiger zu machen. Das wissen wir. Es gibt Berichte. Ihr habt die Priester beim Schrein der Heilung getötet. Sie haben mich angegriffen. Mir blieb keine Wahl. Wir geben euch keine Schuld. Ihr beschreitet den Pfad von Valendars Vision. Diese Aufzeichnung blieb zurück. Sie ist verschlüsselt, damit nur ihr sie abspielen könnt. Fremdling. Eure Mission ist erfüllt. Geht jetzt. Wartet. Er hat uns geholfen. Vielleicht brauchen wir seine Hilfe noch. Talaré, dies ist meine Vision. Lord Fulminis in einer dunklen Höhle. Die Wände mit seltsamen Symbolen geschmückt. Ein korrumpiertes Ritual entfesselt eine Plage des Wahnsinns, die ganz Voss in Blut tränkt. Ihr und der Jedi steht an unserer Seite, gegen ihn. Ihr trefft uns in den Albtraumlanden, im dunklen Herz. Oh, das hört sich geil an. Albtraumlande, dunkles Herz, passt zu mir. Im dunklen Herz. Lasst uns sofort aufbrechen. Das dunkle Herz ist verborgen. Wir haben keine Karten. Die Voss meiden die Albtraumlande. Die Gormax kennen die Albtraumlande. Der Gormak-König hat Karten. Ich glaube kaum, dass die Gormaks sie uns einfach geben. Wir brauchen einen Plan. Scouts beobachten die Gormaks. Ich spreche mit ihnen. Wartet hier, Fremdling. Frakennahl tut gut daran, vorsichtig zu sein. Gormaks sind gefährlich. Sie haben meinen Mann getötet. Dann ist das bestimmt nicht leicht für euch. Er war ein Kommandosoldat. Er starb, als er dem Willen der Mystiker diente.
Eure Liebe zu eurem Mann darf euer Urteilsvermögen in dieser Mission nicht trüben. Ihr müsst eure Gefühle beiseite schieben. Ich verstehe. Mein Mann gehört der Vergangenheit an. Genau. Talari, Fremdling. Ich habe mit den Scouts gesprochen. Die Karten sind im Tresor des Königs in Gormakos. Er ist uneinnehmbar. Eine Armee von Gormaks bewacht ihn. Kommandosoldaten, die Gormak-Gebiet betreten, würden sie ablenken. Ihre Reihen ausdünnen. Commander, schickt eure Truppen zur Ablenkung in das Gebiet der Gormaks. Das ermöglicht es mir, in den Tresor zu gelangen und die Karten zu stehlen. Valendar hat bestimmt, dass ihr zum dunklen Herz gehen müsst. Ich muss seinen Worten Folge leisten. Talare wird einen Trupp Kommandosoldaten in den Kampf gegen die Gormaks führen. Ihr infiltriert den Tresor des Königs in Gormakos. Wenn ihr einige der Gormak-Soldaten ablenken könnt, besorge ich die Karte. Ich stelle den Trupp zusammen. Talare erklärt die Einzelheiten. Der Tresor wird von einem undurchdringlichen Schild geschützt. Die Schildgeneratoren sind überall in Gormakos verteilt. Findet alle Generatoren, die den Tresor des Königs schützen. Zerstört sie. Wir reden weiter, wenn ihr fertig seid. Jo. Hast du auch ausgewählt, dass sie von ihrer Trauer ablassen soll? Trauer ablassen soll? Ja, die Talma Rama Lama Rebums hat doch gesagt, dass ihr Mann tot ist. Ach so, ja. Boah, hab ich auch gemacht. Stimmt halt so, ne? Er gehört der Vergangenheit an. Genauso wie der Ex-Partner. Yeah! Ja gut, aber anders als den Ex-Partner sollte man den Gestorbenen nicht vergessen, sondern ihn ehren. Ach, das ist Star Wars, hier können wir alles vergessen. wo sind denn jetzt die Dinger? Ach, leg mich am Arsch. Da wollte ich jetzt einfach so mit dem Gleiter hinfahren. Hier, Shuttle, komm her. Die Taxiplattformen sind geöffnet. Dahin. Ich wünsche Ihnen einen sicheren und angenehmen Aufenthalt. Der alte Pfad. Mal der alte Pfad. Das ist ein ziemlich langer Weg. Der Pfad ist lang. Schon wieder der alte Pfad. Höhle. Da leuchtet wieder was. Da war wieder ein Datacron. Ich hab's gesehen. Wo waren das? Ach Gott. Und Ronny. Scheiße. Ich bin mir mittlerweile auch unsicher, ob ich die noch alle hole oder nicht. Weil das eine dort, wo ich dann eine Pause gemacht hab, wo halt wir. Keine Ahnung, was das war. Ewig gedauert hat, weil das so lahmarschig ist. Das habe ich mir Uni geholt. Ich sag mal auch so, mittlerweile macht das überhaupt keinen Einfluss mehr auf das Spielgeschehen. Ja. Wir werden nicht besser, wir werden nicht stärker, es bleibt einfach gleich. Ja, du nicht. Ich werde schon besser. Deine Anforderungen an dich werden eher schlechter. Nee, du kriegst dadurch schon. Fühlst du dich besser. Du kriegst schon mehr Leben dazu. Für die Planeten, wo du dann halt nicht mehr runtergestuft wirst. Eben, aber ich glaube, in Hauptquest wird man immer runtergestuft. Wenn das so weitergeht, bald nicht mehr.
Ach komm, hier Auto fahren. Wo muss ich jetzt hin? Das da kann ich auf dritten Kreis aber noch nicht. Ihr werdet euch wundern. War ja wieder klar, dass ich am Arsch der Welt hin muss. Ich werde Ihre Erwartungen übertreffen. 506.000 habe ich mittlerweile. Gleich das erste. Vor allem, die haben gesagt, diese komischen Generatoren sind auf ganz Voss verteilt. Die sind in einem Gebiet, es sind drei Stück. Und die sind ziemlich nah beieinander. Ja. Also mal wieder null Logik dahinter. Ich sag mal so, ich bedanke mich. Ich hätte keine Lust, von A nach B durch die ganze Weltgeschichte zu tun. Och, klar. Nebenbei die komplette Map aufdecken. Warum nicht? Warum nicht? Warum nicht? Auch das meine ich nicht mehr. Ich habe übrigens bei Steam 0,14 Euro verdient. Ey, wie das? Oder warte, so. Ich muss erst mal kämpfen. Der und der hier noch. So, jetzt. Jetzt würde ich kurz fertig kämpfen. So. Du kriegst ja für verschiedenste Spiele immer mal wieder so Bilder und Gegenstände. Ja, Karten, die man verkaufen kann oder in Kristalle umwandeln. Genau. Und da, habe ich so eine LS-Karte bekommen und die ist scheinbar gerade sehr heiß begehrt. Ach so. Und da habe ich das einfach mal gemacht. Ja, das ist ja auch bei Steam wieder eine Errungenschaft. Ja. Dass man XP kriegt, das habe ich auch schon gemacht mit einigen Karten. Vor allem die, die ich immer in den Spielen doppelt und dreifach habe. Ich habe aber noch nicht so ganz verstanden, wann und wie man das sieht. Das wird normalerweise dir direkt gut geschrieben. Ja, sobald was passiert. Ja, sobald die Karte verkauft ist, wird sie direkt gut geschrieben. Nein, woher man solche Karten kriegt, das habe ich noch nicht. Ach, von den Spielen kriegst du einfach durch die Spiele. Ja, aber die kriegt man ja nicht von Anfang an, die kriegt man nee, du musst halt pro Spielzeit gerechnet. Ich habe diesen Multiplikationsfaktor noch nicht so. Raus, also, für was man jetzt genau welche. Ich habe zum Beispiel bei Hausparty Charakterkarten bekommen. So wie ich mit den Charakteren irgendwie interagiert habe oder so. Oder irgendwas gemacht habe. Ich werde Ihre Erwartungen über. Ja, ich weiß auch nicht, wie man sie kriegt, aber du kannst halt da ein komplettes Set voll haben und das mehrfach. Und dann kannst du schon die Sets verkaufen. Die müssen dann auch begehrt sein. Ja, so. Ich muss halt tatsächlich lügen und sagen, ich habe schon ein Set komplett voll. Ich weiß es halt nicht, weil. Das sieht mich eigentlich irgendwie nicht, weil ich die meiste Zeit nicht verkaufe, sondern Kristalle umwandle. Ja, das mit der Kristalle umwandle mache ich. Nur bei Doppelten, die anderen behalte ich einfach, weil manche sehen geil aus. Ja, klar. Und das mit dem Verkaufen habe ich einfach mal testweise gemacht. Ich wandle ja auch nie alle um. Also wirklich nur die ich doppelt und dreifach habe. Sodass ich halt immer eine Karte bei mir selber habe. Und im Besitz. Es sind ja halt Sammelgegenstände. Ja. Wie Pokémon-Karten, Naruto-Karten oder Bierdeckel oder ich weiß nicht, was man alles sammeln kann. Andere sammeln 14 Glas. Ja. Ich würde jetzt so weit ausfallen und sagen, wiederum andere sammeln Namen und Telefonnummer von jungen Mädels, die sie flachgelegt haben. Es gibt wirklich solche Idioten.
Und ich schaue mir nur meine Tochter nie an, so einen Gelang, ey. Der wird seines Lebens nicht mehr glücklich. Nee, nee. Eins noch, das ist da oben. Eins noch, tralalalala. Schade, schade, Schokolade. Noch. Wo rennt der hin? Machst du dich um den? Ja, du machst dich tot, ne? Sehr schön. Okay. Dieses komische Ding hat gewartet, bis ich alle weggeklatscht hab. Zeig mal her, welches Level bist denn du? Ey! Ha! Schade. 66. Zeig mal her. Kann ich dich irgendwie angucken? Nein, nicht verfolgen. Naja. Ich habe alle Generatoren zerstört. Die Schilde des Tresors des Königs sind abgeschaltet. Wir haben große Verluste erlitten. Wir werden die Gormag so lange wie möglich beschäftigen. Bringt euren Trupp dort raus, bevor ihr noch mehr Leute verliert. Nein. Wenn wir gehen, kämpft ihr gegen die Verstärkung der Gormags. Werft nicht einfach eure Leben weg. Wir ziehen uns kämpfend zurück. Holt die Karten. Wir treffen uns im Bosslager an der Grenze zu den Albtraumlanden. Alles klar, Baby. Dahinter muss ich. Irgendwo dahin. Fahre ich überhaupt? Doch, ich fahre richtig. Da runter muss ich. Reif für die Schatzkommando. Fähigkeiten von Machtkräfte. Nahkampfangriff 25% erhöht. Okay. Historische Wosttafel bekommen. 17.000 Rufpunkte. Okay. Nehme ich dankend an. Kanone der Effizienz von Blastech.
2639 Attack Damage erfordert Sturmkanone. Irgendeiner von meinen Leuten kann das doch benutzen. Das war der Kaffee. Und es tut mir gar nicht leid. Das wissen wir. Naja, warum sollte ich es unterdrücken und dann irgendwo in der Körperregion Schmerzen kriegen? Das ist genauso wie man furzen muss. Wenn du es unterdrückst, kriegst du Magenkrämpfe. Alles raus, was keine Miete zahlt. Was zum Glück ist das eigentlich in der noblen Welt nicht? Diese Welt ist nicht mehr nobel. Ne. Ja, trotzdem Manieren. Bestimmte Manieren gelten halt einfach. Ach. Und sollten auch gerade gelten. Wird alles überbewertet. Und sagen wir für den Gegenüber, jetzt in dem Video natürlich nicht, aber sonst ist es ja widerlich. Und es stinkt in gegebenen Fällen. Ich sag jetzt nichts dazu, das gehört hier einfach nicht rein. Nee, da müsste ich wieder auf eine gewisse Person zu sprechen kommen. Und ich glaube, das habe ich dir tatsächlich schon mal irgendwann angegeben. Und warum kann man hier kein Autoplündern einstellen? Ich habe keinen Bock, mal die Leichen anzuklicken. Ja. Geil. So, ich flieg jetzt noch dahin und dann wehre ich mich da erstmal auf. Entleer dein Inventar, vielleicht brauche ich irgendwas. Bin nicht mein Kopf da eigentlich. Sicher? Hallo, den angreifen, danke. Der Weg ist schon wieder klassisch für Ike, wo man sich verlaufen kann. Ja, gut und so, ne? Endlich vertraut ihr mir eine Aufgabe an. Ich verspreche Ihnen nichts Geringeres als Perfektion. Ja, Bock mal ein bisschen auf Reichen und Frauen. Boah, das ist ja ein Bonus. Ich muss hier sowieso irgendwie dauerhaft kämpfen. Da hab ich schon eins von 10 Bonusdingern fertig hier. Ah, da kommt der Questabschnitt. Was so. Zum Fick ist das? Ein riesen hässliches Ding. So habe ich es jedenfalls beschrieben. Ja gut, ich kämpfe erstmal. Oh. Ich mach's wieder gut.
Gut. Warte mal, bevor ich da reingehe. Heilen. Gormak-Wächter, Stufe 45, Rambock. Ah ja. Oh, I wish say, Habram, la no be kegwan vik kontui. Ihr seid nicht wie die Gormaks. Ihr seid ein verdorbenes Wesen aus reinster Bosheit. Nee, so von dir, Konkaneva, Eyak, Nanimatan. La, du zino futkom, nego wabon gearoi, kontasa wo fatbankap. Erzählt mir mehr über euren wahren Meister. No wana grusai, walei, kong patron bidei tupa. Hua waska, bam gegen unham trom wan blau, de chao trokja. Gut, ich verabschiede mich erst. La, du zina fut kong. Jo, bis später. Jo, bis später. Jo, bis dann. Kong tasa wo fat an kap. Ah, ja. Warte mal, ich müsste erst mit dir umballern. Hallo, du sollst die hier umhauen. Hä, willst du mich verarschen? Oh, was ist denn so hier? Ja, also die Down ist nicht mehr so stark, hä? Was gibt's denn? Gesichtsschutz des effizienten Dingsbums. Dahin. Also einmal dahin. Wow. Ich habe einen Weg gefunden. Ja, ja, ich habe auch einen Weg gefunden. Ich hoffe, es macht Ihnen nichts aus. Dahinter in die Richtung. Komme ich da hinten lang? Scheint so. Cool, cool. Mal. Hä? Nee. Fahr ich jetzt richtig? Irgendwie fahr ich falsch. Ich muss da zum Reh. Ich fahr falsch. Okay. Da fährt eins Eik falsch. Miau. Da geht's auch nicht weiter. Okay. Wie komme ich jetzt dahin? Ist irgendwo in diese Richtung. Dann muss es ja hier irgendwo nach oben gehen. Ja, okay. Und hier geht's natürlich wieder nicht weiter. Geht hier ein Weg lang?
kommt ein Eich jetzt dahin? Geht es da lang? Nö. Nächster Eingang. Hehe. Da. War das nicht hier? Ein Stück noch. Ein Stückchen noch. Ich möchte ungern kämpfen gegen euch. Oh, jetzt so ein kleines Nickerchen. Oh, das ist schon nice. Hey, du kannst hier drinnen nicht gleiten. Du musst absteigen. Okay, Moment. Bevor ich jetzt da runtergehe, mache ich ein kurzes Raucherbäuschen und bin gleich wieder da.